ist doch eine Nummer besser. Obwohl, die ist noch eine Nummer besser. Ist gleich, aber nur hat andere Werte. Okay. So, jetzt müssen wir umsteigen. Das ist ein riesen Raumhafen hier. Ach da. Wir könnten jetzt auch nach Korriban fliegen. Das ist der Fifth Planet. Und, oder was wollen wir denn da, ne? Das bringt uns ja nichts. So, jetzt müssen wir mal nachsehen, wo wir hin müssen. Also ihr seht schon, auf der Karte ist ein riesen Raumhafen hier. Ach, wir müssen... noch eine Etage hoch. Oh, sieht aber ziemlich bombastisch hier aus. Hangar des Sith-Krieger. Texturen sehen hier nicht so gerade so oberschick aus, aber das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Ja. Jetzt sind wir auf der richtigen Ebene. Und da ist auch unsere Fähre. Der macht die sauber, ne? Der Astromech-Druide. Schöner Putzen hier. Schön am Putzen, der Kerl. So, Raumhafen. Mal los. Noch kleine kurze Ladezeiten. Auf dem Planeten regnet es übrigens. Und auf Dormund Kars. Und das, der sieht auch richtig fett aus, aber ich finde doch, dass Hutter mir bis jetzt so am besten gefallen hat. Ihr könnt ihr selber mal euer Feedback abgeben, ob euch Dormund Kars besser gefällt oder Hutter. Also zumindest, was ihr jetzt von Dormund Kars seht. So, noch warten, bis der Balken sein Ziel erreicht. Der Ladebalken. Das ist jetzt so eine Großstadt, würde ich schon eher sagen. Gegen Hutter ist das eine Großstadt. Aber auch mit vielen bösartigen Kreaturen, die uns ans Leder wollen. Aber naja. So, da sind wir jetzt am Raumhafen. Mal nachsehen, wo wir überhaupt hier hin müssen. Komplett in die andere Richtung, das ist schon mal super. Ankunftsterminal müssen wir uns anmelden. Was macht der denn? Der scannt die. Zolldruide. Also ihr seht schon, ziemlich dem Imperium angehaucht hier. Also ein Jedi-Ritter sollte sich hier nicht hinbegeben. Der bekommt direkt ein, eins auf die Mütze. So, hier ist das Ankunftsterminal. Raumhäfen riechen auch alle gleich. Nach Abgasen, Kühlwasser und Raumreisenden, die seit einer Woche nicht gebadet haben. Schnell raus aus diesem Gestank. Ganz gleich, wie der Rest von Drum und Kars aussieht. Die Luft wird auf jeden Fall besser sein. Zum ersten Mal hier? Könnte schlimmer sein. Nicht so hastig. Ich hätte nicht gedacht, dass das dein erster Besuch auf Drum und Kars ist. Brayden und ich sind viel herumgekommen, aber hierher haben wir es nie geschafft. Die Imperialen sind Fremdlingen gegenüber misstrauisch. Sie werden euch beobachten. Wenn wir den Obrigkeiten auffallen, können sie uns das Leben zur Hölle machen. Ich bin nur wegen des Wettkampfs hier. Das klingt nach Spaß. Und dann gibt's Tote. Ich will nur an der großen Jagd teilnehmen. Das ist alles. Wir sollten uns trotzdem unauffällig verhalten. Los, die Mandalorianische Enklave liegt in der Zitadelle. Unsere Kontaktperson heißt Christa Markon. Okay, dann mal los. Nach Kars City müssen wir jetzt reisen. Ich hoffe, dass ich gerade richtig laufe. Ich kann nämlich... ja, ich laufe richtig. So, jetzt brauchen wir praktisch noch ein Taxi, damit wir in die Stadt Kars City kommen.
Das nicht der Planet. Ich habe gerade gesagt, der Planet ist eine große Stadt. Das war natürlich falsch. Die Stadt Car City ist eine große Stadt im Gegensatz zu Hutta. Aber der Stadt, wo wir in Hutta waren. Ich habe gerade den Namen vergessen. Irgendwas mit J. Also entschuldigt für den kleinen Fehler hier. Muss ich denn hier hoch? Oder? Sieht auf jeden Fall sehr fett aus, muss ich echt sagen. Richtiges Star Wars Feeling kommt hier auch. Ja, sind wir doch richtig. Okay, da werden wir natürlich nicht hinlaufen. Wie spät ist es denn? Oh, anscheinend ist es hier immer so düster. Wir reizen. Commander Reed. Hier da. Ich bin Commander Rylan. Ich bin berechtigt, jeden zu rekrutieren, der eine Waffe trägt, um eine Bedrohung hier auszuschalten. Irgendetwas hetzt die Dschungelbestien auf, was das Reisen zwischen hier und Car City äußerst gefährlich macht. Einige Leute, die zu Fuß unterwegs waren, sind verschwunden. Es wurde sogar berichtet, dass die Dschungelbestien Gleiter angegriffen haben. Vielleicht haben die Bestien Hunger. Für sowas wurde ich ausgebildet. Das klingt trivial. Meine Dienste könnten vonnöten sein. In Anbetracht der Umstände ist jemand mit euren Fähigkeiten genau das, was wir brauchen. Ich habe 2 Kommandoteams losgeschickt, um die Dschungelbestien zu erledigen. Doch sie kamen nie zurück. Einer der Anführer konnte noch einen Holonotruf abschicken. Ich zeige ihn euch. Wiederhole! Landefeuer strahlen irgendeine Art Energie aus. Die Energiestöße machen die Bestien verrückt. Komme nicht nahe genug ran, um die Energie umzuleiten. Habe Team verloren. Bestien kommen näher. Brauche Hilfe! Ah! Die Sensoren bestätigen ungewöhnliche Energiemessungen im Dschungel. Die Landefeuer des Raumhafens scheinen der Grund zu sein. Landefeuer? Wir kümmern uns drum. Werdet sie in welcher Richtung wartet der Spaß? Ausgezeichnet. Eure Hilfsbereitschaft vermerke ich in meinem Bericht. Die Landefeuer des Raumhafens sind überall im nahen Dschungel verstreut. Ihr müsst die Energie von allen umleiten. Ich beobachte euren Fortschritt von hier aus. Kehrt zurück, wenn ihr fertig seid. Viel Glück. Die Raubtiere da draußen sind wild. Heißt auf Deutsch, er ist selber zu feige dafür. Aber naja, mal gucken, ob wir jetzt noch Car City von hier auskommen. Kommen wir. Das machen wir jetzt mal als erstes eben schnell. Können wir ja noch einen anderen Mal kurz diese Quest hier erledigen. Das geht nämlich gerade vor. Können wir eigentlich auch absteigen? Nee. Ihr seht schon, es regnet hier. Und es ist Heldenbereich. Das heißt, man muss hier schon ein bisschen im Level gestiegen sein. Oh, was war das denn? Das war ein Fiff-Krieger. Eine Fiffi war das. Davon werden wir noch sehr viele sehen. Die Wildnis. Car City. Ja, wir nähern uns langsam unserem Ziel. Jetzt müssen wir mal sehen, wo wir hier rein müssen. Hier. Auch sehr imperial hier. Mal sehen, was uns das kleine Städtchen zu bieten hat. Taxi. Gehen wir noch schnell da hin und fahren zur Zitadelle und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Also es sieht wirklich sehr fett aus. Auch wenn das Wetter hier nicht das Beste ist. Lass mal kurz ein bisschen hier umsehen. Da kommt richtige Star Wars Atmosphäre auf. Imperium-Spieler. Ein Auftragsmörder. Wir
sind startklar. Okay, jetzt können wir natürlich, müssen wir da in zur Enklave. Die imperiale Zitadelle. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Sieht auf jeden Fall sehr cool hier drin aus. Ja, da geht die Handlung weiter, die wir jetzt an dieser Stelle stoppen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit dem Star Wars The Old Republic Let's Play auf meinem YouTube-Channel. Ich hoffe, dass wir auch das Hauptspiel... Ich finde es ja schade, dass unser Charakter nicht übernommen wird. Das wäre natürlich der Höhepunkt. Dann könnten wir einfach da weiterspielen, wo wir jetzt gerade aufhören. Ja, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch andere Let's Play-Teile und auch zukünftig Star Wars The Old Republic Let's Plays anseht. Und ich wünsche euch noch viel Spaß in einer weit, weit entfernten Galaxis.